Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Die Stadt gefällt mir sehr gut. Vergleiche ich eigentlich mit meiner Heimatstadt in Graz. Also von den Einwohnerzahlen ziemlich gleich, von der Größe her ziemlich gleich, sehr familiär. Habe eigentlich das Gefühl, dass ich hier zu Hause bin. Das habe ich gleich gehabt, wie ich hierher gekommen bin. Und ja, schon eine tolle Stadt. Wird vielleicht von vielen Leuten unterschätzt. Aber ja, wie gesagt, schon gut eingelebt hier in Bielefeld. Als Spieler würde ich mich beschreiben, ehrgeizig, kämpferisch und leidenschaftlich. Und als Mensch, also ich bin ein sehr familiärer Mensch, also wenn ich Zeit habe, verbringe ich diese Zeit eigentlich gerne mit der Familie, Freundin, sehr ruhig und ja, bin dann eher der was am Platz dann richtig Gas gibt. Das ist wichtig im Fußball. Also wenn man keine Kritik verträgt, wird es schwierig, weil dann kann man sich meiner Meinung nach nicht weiterentwickeln. Fehler passieren in einem Spiel. Da ist es wichtig, glaube ich, die Kritik anzunehmen und dann die Fehler zu analysieren, was man gemacht hat im Spiel. Und wie gesagt, mit Kritik muss man umgehen als Profifußballer. Also zum Liga-Alltag habe ich jetzt ja keinen Bezug, aber was ich jetzt in den letzten 6 Wochen halt schon mitbekommen habe, ist, dass das Tempo hier in den Trainings deutlich höher ist und dass hier einfach jeder Spieler immer 100% gibt im Training, und das ist der Unterschied, der was mir bis jetzt aufgefallen ist. Und ja, also ich glaube, dass jeder Spieler schon auf das Spiel brennt. Jeder freut sich auf Sonntag, weil genau auf diesen Tag haben wir uns auch vorbereitet. Die ganze Vorbereitungsphase ist jetzt vorbei und jetzt geht es los mit den Wettkampfspielen. Ich glaube, dass jeder motiviert ist und ja, wie gesagt, ich persönlich freue mich, vor so tollen Fans zu spielen. Wie der Trainer schon gesagt hat, werden die Karlsruher sicherlich kein leichter Gegner werden. Seine Mannschaft, die mit langen Bällen spielt und dann auf den zweiten Ball geht, da muss man im Kopf sehr schnell sein und bereit sein. Wie gesagt, wird ein sehr schwieriger Gegner, aber ich glaube, dass sich jeder Spieler auf dieses Spiel freut und am Sonntag dann alles geben wird, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Ja, ich persönlich fand es toll, dass im Trainingslager in Leogang zahlreiche Fans mitgereist sind. Da merkt man einfach, dass die Fans in diesem Verein eine große Rolle spielen. Und das ist natürlich für jeden Fußballer ein Highlight, wenn man so tolle Fans hinter einem hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, dass man das am Sonntag auch spürt, dass da viele Leute ins Stadion kommen und uns unterstützen. Ja, das pusht uns und wird uns sicher weiterhelfen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann. Besonders natürlich irgendwie eine Flexibilität, also dass man sich einfach auf verschiedene Problematiken individuell einstellen kann.